Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Vizekanzler, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen. Auch von meiner Seite an den neuen Minister Johannes Rauch ein herzliches Willkommen. Ein herzliches Willkommen hier im Nationalrat, ein herzliches Willkommen auf der großen Bühne der Bundespolitik. Danke auch für die Rede. Mein Respekt jetzt schon. Diese Ankündigung der Politik für die nächsten Monate und Jahre ist ein gutes Statement gewesen und lässt mich doch sehr optimistisch auf die nächsten Monate und Jahre blicken. Ich möchte auch mit einem Zitat beginnen, weil heute schon Zitate gefallen sind. Mögest du in interessanten Zeiten leben. Das ist eigentlich ein Fluch, aber ich glaube, es trifft einfach die Arbeit eines Gesundheits- und Sozialministers in Zeiten der Pandemie am besten. Wir haben in Österreich ein System, über Jahrzehnte sind viele Themen liegen geblieben, über Jahrzehnte hinweg, auch in sozialdemokratischer Verantwortung. Das finde ich ja immer recht spannend, wenn dann so ein bisschen Kindsweglegung, so wie heute da eben stattfindet, wo man sich dann immer hinstellt und sagt, na, eigentlich haben wir ja damit nichts zu tun mit den großen Problemen im Sozial- und Gesundheitswesen. Aber da hat ja über Jahre hinweg, hat es ja da immer gewisses Maß an Kindsweglegung gegeben und in dieser Pandemie kommen diese Probleme umso mehr zutage, diese Pandemie, die eben als Brennglas, als Fokussierung eben auch stattfindet. Und wir haben natürlich eben auch hier in Österreich durchaus eben ein Thema, nicht nur eben auf Pandemie bedingt, eben aufgrund dessen, dass eben Menschen sich zu Unrecht behandelt fühlen, bei dem, wie wir eben die Pandemie versucht haben zu bekämpfen, sondern eben auch dahingehend, dass es eben, der Minister hat es heute, glaube ich, als unverständliche Maßnahmen oder unverständliche Entscheidungen genannt, dass wir hier einfach in den letzten Jahren durchaus die eine oder andere Entscheidung gehabt haben, die eben unverständlich und unpassend für viele Menschen draußen war und wo wir jetzt eben auch schauen müssen, in den nächsten Wochen und Monaten dieses Vertrauen wiederherzustellen. Und ich möchte, bevor ich da jetzt eben auf die Zukunft, auf diese nächsten Wochen und Monate eben eingehe, möchte ich nur einmal kurz auch einen Schritt noch einmal zurück machen, auch in die Vergangenheit und die letzten 11 Monate anschauen und möchte die Chance auch hier nutzen, mich nochmals ausdrücklich bei Wolfgang Mückstein zu bedanken, weil er hat in Wirklichkeit in diesen 11 Monaten den wahrscheinlich schwierigsten Job in diesem Land gehabt. Er hat im Endeffekt in einer sehr schwierigen Situation dieses Amt übernommen als Gesundheitsminister. Er hat sein Bestes versucht, er hat gekämpft, er hat wirklich gearbeitet, sehr zielstrebig gearbeitet. Aber er musste eben auch anerkennen, dass es eben auch aufgrund eben einer durchaus vergifteten oder in einer vergifteten Situation nicht gerade einfach war, auf Dauer gesehen, das alles auszuhalten. Und er hat es ja selber gesagt in der Pressekonferenz, das hält man nicht sehr lange aus. Und es geht jetzt da gar nicht so sehr um diejenigen Personen, die ihn konkret bedroht haben, sondern es geht auch um diejenigen, die diesen Boden aufbereitet haben, dass eben solche Bedrohungsszenarien für einen Minister oder für eine Ministerin in diesem Land überhaupt möglich waren. Und ich denke mir, es wäre hoch an der Zeit, aufzuhören mit diesen Worten, mit dieser Diffamierung, mit den Fake News, mit den Ankündigungen, mit diesen Halbwahrheiten, nicht nur hier im Plenum oder auf diversen Demos in Reden. Es wäre auch eben Zeit, eben abzurüsten und die Worte eben dementsprechend wieder etwas zurückzunehmen und eben, wie es eben heute geheißen hat, aufeinander zuzugehen, miteinander zu diskutieren und eben auf Augenhöhe miteinander eben umzugehen, so wie es eben auch heute der Minister beschrieben hat. Ich glaube, das tut uns allen miteinander gut und würde auch diesem Land einen guten Gefallen tun. In den kommenden Monaten haben wir noch einiges vor. Wir haben einige Herausforderungen. Das eine ist die Pandemie, ist der Herbst, ist das Thema eben optimal eben auf den Herbst eben uns vorzubereiten. Impfen, ein Schlagwort, aber natürlich eben auch die Frage von Long-Covid. Die Kollegin Holzleitner hat es ja auch hier heute angesprochen. Hier sind wir ja in Österreich durchaus schon federführend und haben ja auch hier einiges schon auf den Weg gebracht. Da gilt es jetzt nicht nachzulassen und dementsprechend eben Long-Covid auch in den Fokus mitzurücken. Pflegereform wurde heute schon angesprochen. Hier bitte nicht zu vergessen, dass wir eben auch bei den Kompetenzen uns noch mal anschauen müssen, diese Paragraph 15 Kompetenzverteilung im GUG dementsprechend eben im Detail nochmals anzuschauen. Ich glaube, Pflegefachkräfte können viel mehr. Sie werden auch dementsprechend ausgebildet. Wir sollten ihnen einfach auch mehr ermöglichen. Es geht um Psychotherapie, Psychologinnen, die wir eben auch ins ASVG aufnehmen sollten, Psychotherapie auf Krankenschein. Es geht um die Attraktivierung der Allgemeinmedizin. Es geht auch darum, eben unser Krankensystem, also Krankenkassensystem, die Leistungen dementsprechend abzusichern und zu verbessern. Und es geht auch um nichts weniger als endlich unser österreichisches Gesundheitswesen ins 21. Jahrhundert zu bringen, auch wenn es um Datenregister etc. geht. In diesem Sinn
Ich habe wahrgenommen, du bist hochmotiviert, wir sind es auch. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und wir schaffen das gemeinsam. Dankeschön. Am Wort ist Magistra Verena Nussbaum. Bitte, Frau Abgeordnete.